Hallöchen zusammen, Ruppi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut zum dritten Teil unseres Testens zu den Big Animal World. Magische Eidechsen, die ihre Farbe in 36 Grad warmem Wasser wechseln. Ne? Und ihr kennt das Spiel. Ich habe hier zwei Gefäße, heißes Wasser, kaltes Wasser. Und wir werden jetzt alle unsere Eidechsen, Chamäleons, Leguane, Agame, die wir hier haben, testen. Mal schauen, wie gut sie tatsächlich die Farbe wechseln. Bei den magischen Fröschen war das absolut genial. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es hier losgeht. Ich beginne mit diesem pinken Chamäleon bzw. Wundergecko. Ja. Hier unten haben wir weiß, hier oben haben wir pink. Ich tunke das mal ein bisschen ins warme Wasser und zack, wird das Ding weiß. Weiß mit orangenen Flecken. Ja, wie krass. Super, das geht mega schnell. Guckt euch das an. Wir haben hier gleich mal eine weiße Echse. Das ist ja mega. Schwänzchen ist noch ein bisschen in der Originalfarbe geblieben. Und wenn ich das hier wieder ins Kalte reinmache, dann wird es sofort wieder pink. Also das ist klasse. Vor allem, wenn die Kälte zurückkommt, wie sich das dann so fleckig verfärbt, das gefällt mir richtig gut. Also es geht genauso schnell, genauso gut wie bei den Fröschen. Wie krass, oder? Wie krass. Und zack, haben wir das Ganze wieder hier pink. Super, also das fängt schon mal klasse an. Dann haben wir hier das Madagaskar-Chamäleon. Weiß nicht, ist ein Panda-Chamäleon oder so irgendwie was. Ja. Madagaskar leben ja meines Wissens nach mehrere Chamäleons. Achtung, ich tunk's rein. Was wird sich verfärben? Die Streifen oder das Grün? Ich denke mal eher das Grün. Ne? Achtung, und wir haben hier... Ja. Guckt's euch an. Das wird ganz transparent. Genauso wie unten wird es wieder richtig transparent. Ich tunk's mal komplett rein. So, seht euch das an. Jetzt haben wir, das sieht super aus, oder? Sieht fast aus wie ein Madagaskar-Taggecko, ne? So, kommt natürlich auch nicht ganz hin. Aber trotzdem, klasse, finde ich super. Hier wird schon wieder kalt. Ihr seht, das Dunkelgrün kommt. Ich tue es nochmal rein. So haben wir es nochmal ganz hell. Ich tue es ins Kalte rein. Und dann wird es von vorne wieder dunkel. Also, auch cool. Super, wie schnell das hier reagiert. Klasse. Aber denkt dran, 36 Grad sollte das Wasser haben. So, dann kommen wir hier zu diesem Kollegen. Mega Brocken. Ich tunk's ins warme Wasser und das Ganze färbt sich hellgrün. Von dunkelgrün in hellgrün. Sieht auch gut aus. Gefällt mir gut. Ich tunk's komplett rein. Schaut's euch an. Komplett hellgrün mit weißen Tupfen. Sieht gut aus. Und wenn ich's ins Kalte tunk, dann wird es gleich wieder dunkel, sehr schön. Also auch das funktioniert echt super. Sieht toll aus, wenn die Farbe hier zurückkommt. Ich tue es nochmal ins heiße Wasser. Dann sieht man das mega deutlich. Ne? Das eine Bein ist noch dunkel. Klasse. Also auch das funktioniert. Zur Abwechslung nehmen wir mal dann hier dieses Blau mit orangenen Tupfen. Denke mal auch das Blau. Jawohl, das verfärbt sich. Und ja, wird hier ganz hell. Ne? Ich tunke es mal komplett rein. So, jawohl. Schaut es euch an. Wir haben hier eine helle Echse, leicht hellblau. Das wird gleich wieder, seht ihr das am Schwanz? Das wird hier gleich wieder kalt. Ich tunke es nochmal rein, damit wir es richtig sehen. So sieht es aus. Und so kommt es dann wieder dunkelblau. Krass, ne? Schön. Also, coole Sachen, die ihr hier machen könnt mit dem hell, dunkel, gefällt mir gut. Ich mache hier mal ein weißes Schwänzchen, so, ne? Guckt es euch an. So Geschichten könnt ihr hier machen. Ja, ich würde gern Streifen machen, aber geht hier schlecht. Man muss es halt entsprechend eintunken. Also auch das funktioniert klasse. Dann haben wir hier diesen roten Leguan, meine ich, war das. Mit blauen Streifen, schwarzen Flecken. Und was haben wir hier? Ja. Der wird einfach hell, aber die Füße, ihr seht, bleiben hellblau. Komplett ins Wasser, zack. Es geht unglaublich schnell. Super, auch das sieht gut aus. Mit den blauen Latschen. Ne? Hier wieder reintunken und wir kriegen wieder das ursprüngliche Rot. Also super, auch das gefällt mir richtig gut. Kann man wirklich Spaß mit haben, mit diesen Farbwechselgeschichten.
saumäßig cool. So, jetzt bin ich gespannt auf dieses Graue. Ich meinte, es wäre das Wüstenchamäleon gewesen, ne? Da haben wir ja zwei Stück da. Hier original, das hier tunke ich rein und ihr seht, das wird hell. Die dunkelgraue Farbe verschwindet ganz einfach. Wenn ich es hier wieder ins kalte Wasser halte, dann seht ihr das, ne? Das Grau kommt wieder zurück. Also, so sieht's aus. Schmeißt die beide mal ins heiße Wasser. Dann haben wir hier zwei hellgraue Chamäleons oder Mäuse. Sehen echt aus wie Mäuse, ohne Scheiß. Und wenn ich es ins kalte tunke, wird es dann wieder entsprechend dunkelgrau. Cool. Als nächstes kommen wir hier zu diesem grünen Chamäleon mit gelben Tupfen. Wie ändert das die Farbe? Das wird auch ganz einfach hellgrün mit gelben Flecken. Ihr seht es hier wunderbar. Ich tue es komplett rein, geht ganz schnell und wir haben hier ein helles Chamäleon. Die Flecken bleiben immer gleich. Tue es nochmal hier ins kalte Wasser, dann sieht das Ganze so aus. Oh, das wird von hinten auch schon kalt. Alles klar. Nochmal hier rein. So sieht man das mega deutlich, ne? Also cool. Dann haben wir hier dieses braune mit grünen Flecken. Auch gleich mal schauen, was sich hier tut. Ja, auch hier verschwindet die braune Farbe. Wir haben hier ganz helles Chamäleon mit grünen Flecken. Ich tue es mal komplett rein. So sieht das Ganze aus. Ist auch witzig, ne? Ist auch so gesehen eine nette Farbe. Kann man nichts sagen, ne? So, hier nochmal reintunken. Dann seht ihr, dass dieses Dunkle sofort wieder zurückkommt. Also auch coole Geschichte. Dann haben wir hier nochmal ein blaues. Ich denke mal, das wird wieder so hell wie der Bauch werden. Achtung. Ah, ja, eigentlich schon. Aber es ist noch so leicht hellblau. Ich glaube, dieses Blau färbt die Figuren richtig ein. Das geht richtig so ein bisschen in die Tiefe von dem Gummi. Wenn ich es ein bisschen länger drin halte, dann wird es auch eher noch ein bisschen heller. Ne? Kann man schön sehen. So sieht's aus. Macht den Kopf wieder blau. So, seht ihr das? Chamäleon mit blau-weißen Streifen. Sehr schön. Also das zu unseren Farbwechsel Chamäleons. Und wir haben jetzt auch noch zwei, die leuchten im Dunkeln. Und das schauen wir uns jetzt auch noch gleich an. Bin gespannt, wie stark, wie gut die im Dunkeln leuchten. So, als erstes sehen wir hier mal den grünen Leguan. Der leuchtet im Dunkeln. Und wir haben hier auch noch die Sägerücken-Agame, die zwei leuchten und jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ich habe hier wieder meine UV-Lampe, mit der werde ich ihn anstrahlen, dann sehen wir das ultra deutlich. Ich mache das Licht hier mal aus, zack, und ihr wisst, wenn ich das leuchten, die leuchten übrigens jetzt schon im Dunkeln, ihr seht nichts, aber wenn meine Kamera, die normale Kamera, das Leuchten Weilchen einfangen kann, dann leuchten die in der Regel schon ziemlich gut. So. Ich gehe jetzt mal weg und zack. Ja, ziemlich schwach, ne? Okay. Also, das ist nicht der absolute Wahnsinn, aber sie leuchten auf jeden Fall. Das kann ich euch garantieren. Der Kopf ist ein bisschen dunkler, weil sie den mit Gelb angesprüht haben. Ne? Ihr seht es, eigentlich leuchtet nur der Körper. Gut. Ja, ich werde hier gleich mal wieder mein Handy holen und damit filmen. Dann können wir das auf jeden Fall ein bisschen besser einfangen. Also, ich schwenke hier mal um. So, und hier habe ich jetzt die Handykamera und ich leuchte mal den grünen Leguan an. Der ist übrigens am Kopf, an den Händen und am Schwanz ein bisschen mit Gelb bemalt. Da werden also, ja, da wird es ein bisschen dunkler sein. Ich gehe mal weg mit der Lampe. Ja, ihr seht, wie hell der leuchtet. Das ist cool. Ihr seht auch, dass der Kopf und die Hände ein bisschen, also die Krallen ein bisschen dunkler sind. Ja, da ist halt Sprühnebel drauf. Das heißt, ja, da kann es gar nicht so leuchten, wie es eigentlich leuchten sollte. Aber ihr seht auf jeden Fall mal den Leuchteffekt und der ist wirklich gut. Also es ist gegeben, leuchtet jetzt nicht besser oder schlechter als Figuren von anderen Herstellern. Ne? Kann man so nicht sagen. Das ist aber absolut okay. Ne? Also ich gehe nochmal voll mit der Lampe drauf. Ich hoffe, die Kamera bleibt einigermaßen scharf. Und es kommt auch einigermaßen rüber, aber ich glaube, so kann man das schon schön sehen. So, jetzt kommen wir zu der anderen Echse. Die lege ich jetzt auch mal hier hin und gleich feste anleuchten.
Auch hier ist vorne an der Stirnseite ein bisschen Farbe. Auch die Zehen, die Krallen wurden hier dunkel bemalt. Also auch da dürfte es nicht so kräftig leuchten. Aber hier seht ihr schon mal, ne, wie das Ganze hier im Dunkeln kommt. Und so sieht es auch tatsächlich aus. Ja? Also gut, ihr seht den Leguan. Ich stelle den nochmal daneben hier so. Genau, leuchtet nochmal auf beide drauf. Sorry, ich habe kein Stativ, ich muss es einfach so halten. Und ja, aber ich denke mal, für die Demo-Zwecke reicht es. So sieht das Ganze aus. Ist schön hell, ist okay, aber nicht wirklich jetzt mehr oder schlechter als bei anderen oder von anderen Herstellern auch. Man kann es angucken, es leuchtet schön. Kommt natürlich jetzt besonders kräftig mit der UV-Lampe, das ist auch klar. Aber das Leuchten lässt dann halt auch nach, ja, noch ein paar Minuten nach, ne? Also, gut, dann habt ihr das auch nochmal gesehen, der Leguan und die Sägerücken-Agame. Leguan im Hintergrund, Sägerücken vorne, ja. Da fehlt halt leider Gottes der Sägerücken, aber ja, gut. So what, ne? So, hier seht ihr die beiden nochmal im normalen Licht. Ihr seht beim Leguan der Kopf und die Füße, das haben sie in Gelb besprüht. Darum leuchtet es nicht so hell. Und bei unserer Sägenrücke-Agame seht ihr, haben sie die Füße hier schwarz gemacht und hier am Kopf dieses Rotbraun hingemalt. Darum hat es auch nicht unbedingt kräftig geleuchtet. Genauso wie am Schwanz durch die Streifen, ein bisschen Sprühnebel. Da geht halt dieses fluoreszierende etwas verloren. Aber sie leuchten okay, nicht besser oder schlechter wie bei anderen Serien, aber halt auch nicht außergewöhnlich hell oder lange. So Leute, dann komme ich hier mal wieder langsam zum Schluss. Das hier ist die ganze Bande. Das sind 12 von 16 magischen Eidechsen, die es insgesamt zum Sammeln gibt. Farbwechsel war absolut top, genauso gut, vor allem genauso schnell wie bei den magischen Fröschen, also absolut super. Was mir bei dieser Serie nicht so gut gefallen hat, ist die Tatsache, dass es halt nur sehr, sehr wenig Modelle sind vom Typ her. Es sind alles Chamäleons, so gesehen. Wir haben im Prinzip diesen Typ hier an Chamäleon, dann diesen und diesen hier. Diese drei Typen haben wir hier drin. Wie schon gesagt, die Serie ist nicht ganz vollständig. Das sind die drei Typen, die es gibt. Aber wir haben ja hier dieses kleine Falzprospekt mit dabei, wo wir sehen können, welche Echsen oder Chamäleons wir dabei haben. Und ja, es gibt also keinen vierten Typ. Das finde ich ein bisschen, ja, nicht ganz so schön, denn ein Leguan als Chamäleon zu gestalten oder Nashorn-Leguan, eine Agame in Form vom Chamäleon, also das ist nicht ganz so prickelnd. Wahrscheinlich haben sie es deshalb auch magische Eidechsen genannt, denn ja, ne, man sieht es ja hier auf dem Bild, das hier, das wäre zum Beispiel ein Leguan, rein von der Form her, das ist absolut okay. Aber das hier sind im Prinzip alles Chamäleons, wobei bei diesem Typ die Füße nicht stimmen. Chamäleon hat nicht solche Zehen. Ja. Also von dem her, es ist sehr fantasielastig, um es mal so zu sagen. Ne? Ansonsten kann man wirklich Spaß haben mit dieser Serie. Also sie sind wirklich nett gemacht. Von den Farben, Farbwechsel her ist das absolut okay. Hat mir gut gefallen. Rein von den Modell, von den Echsentypen her, weil das hier wäre eigentlich ja ein komplett überfressener Leguan, aber mit Chamäleonfüßen, ne? Dieses Vulkanier-Friedenszeichen, das, ja, ne? Also von dem her, das muss jeder für sich entscheiden, ob einen das stört oder nicht. Zusammenfassend kann man sagen, ihr kriegt hier Figuren in einer ordentlichen Größe, die nicht unangenehm riechen. Das ist sehr gut. Keine unschönen Gussnasen. Ich habe fast keine Gussnasen gesehen. Die Bemalung ist absolut okay. Der Farbwechsel ist spitze. Der Preis so lala. Ja, und halt die Modelle. Ne? Die hätten sich gerne noch ein bisschen mehr abwechseln können, aber das machen andere Hersteller genauso.
Von dem her, wenn er mich fragt, absolut okay. Ansonsten bleibt mir hier nur, wie immer, zu sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Sammeln. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen, euer Rupi. Yay! Yeah.